Die Perle der Oberlausitz, das herausgeputzte Görlitz. Lieblingskulisse der internationalen Filmindustrie, Lieblingsort für Touristen mit Sehnsucht nach heile Weltbildern. Für viele Görlitzer aber sieht alles ganz anders aus. Tausende sehen ihre Existenz in der Neiße Stadt bedroht. Große Konzerne kündigen ihren Rückzug aus der Region an. Bombardier, Siemens. Viele tausend Arbeitsplätze in den Werken und bei den Zulieferern sind in Gefahr. Auch sein Arbeitsplatz ist unsicher geworden. Daniel Schölzel ist gebürtiger Görlitzer und hat immer in dieser Stadt gelebt. Er ist in Vereinen engagiert und leidenschaftlicher Siemens-Mitarbeiter. Der Gedanke, seine Heimat verlassen zu müssen, ist für ihn schwer zu ertragen. Ich sag mal, München oder dann Mülheim, was jetzt immer wieder im Gespräch war, sind ja dann Entfernungen von hier aus, die jetzt nicht so leicht mal in der Woche irgendwie zu erreichen sind. Ich denke mal, im schlimmsten Falle würde dann im Prinzip eine Beziehung dabei krachen gehen. Daniel Schölzel und seinen Kollegen bei Siemens wird immer wieder Hoffnung gemacht, dass es irgendwie schon weitergehen wird. Doch bislang hat noch keiner irgendwelche Weichen konkret gestellt. Heike Zettwitz ist Dezernentin im Landratsamt Görlitz. Sie verwaltet die Krise der Lausitz. Für sie ist Görlitz nur ein Problem von vielen. Wenn sie in die Region Lausitz schaut, sieht sie Insolvenzen, Investoren, die den Rücken kehren, eine riesige Braunkohleindustrie mit ungewisser Zukunft. Das zu ändern, dafür hat sie eine durchaus kühne Vision. Wirtschaftskraft durch geförderte Start-ups. Da sehe ich Experimentierräume zu schaffen für 4-5 Jahre. Und um ganz einfach auch Leute anzuziehen in die Region, zu sagen, ihr kommt hierher, ihr seid eingeladen, ihr könnt euch hier austoben. Ihr seid sozusagen von Steuer- und Gewinnabgaben befreit. Beispielsweise, ob man den Mut hat, politisch das auch durchzusetzen. Aber bitteschön, ihr habt die Chance, in 5 Jahren ein neues, weltmarktreifes Produkt zu kreieren. Derartige Zukunftsträume träumt im Schlagschatten der Kühltürme niemand. Die Braunkohle hat keine Zukunft. Boxberg am Kraftwerk. Wer nicht in der Kohle arbeiten kann, der findet hier auch keine andere Arbeit. Ich bin noch in der Lage, irgendwie noch etwas dazu zu verdienen. Keine Möglichkeit. Deswegen hier Familie, 2 Kinder, Haus. Wären wir schon abhängig von der Braunkohle. Und wenn das dann nicht mehr ist, dann pack mal die Koffer und gehen. Naja, wenn das wird noch weniger werden mit dem Bergbau und Kraftwerk, dann hat sich das erledigt. Dann, es gibt jetzt schon Bus, also sehr viel Alte. Dann gibt es Bus und Alte. Eine Fahrt durch die halbleeren Dörfer der Lausitz offenbart die Dimension der Aufgabe. Über 100.000 Menschen haben in den letzten Jahren ihre Heimat, eine abgehängte Region, verlassen. Vor allem waren das natürlich junge Menschen. Die Kinder von Lutz Seidel waren darunter. Er kämpft sich durch den Alltag in seiner kleinen Schlosserei. Sein Bruder ist kürzlich gestorben. Seine Kinder werden nicht zurückkommen. Er wird also allein weitermachen, solange es eben geht. Das ist nicht einfach in unserer Region. Erstens ist der Kundenstamm nicht vorhanden, die Preise sind im Keller und die Jugend ist verschwunden. Das heißt, unsere Generation nach uns, sie sind abgewandert wegen Arbeitskräftemangel. Ja, und jetzt fehlen sie eben. Die lautstarken Proteste der Siemens-Werker haben die Chefetage aufgescheucht. Siemens will sich nun sogar an einem Zukunftskonzept für die ganze Region beteiligen. Schöne Worte, Versprechungen bislang nicht mehr. Die Region wartet. Ein Landstrich, in dem immerhin 1 Million Menschen leben.